Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Kern-Podcast. Heute in dem Format des Kern-Nachfolgedialogs. Das ist unser Format, wo wir ganz besonders gerne Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Firma gekauft oder verkauft haben oder eben in einem Familienunternehmen mit dem Nachfolgeprozess beschäftigt sind, als unsere Gäste eingeladen haben. Und heute haben wir zu Gast Steffen Maas. Herr Maas, Sie sind ein sogenannter, ich leite das mal ganz kurz ein, bevor Sie viel besser etwas über sich erzählen können. Sie sind aus unserer Sicht der Fachtermini ein sogenannter MBI, ein Management Buy-in-Kandidat. Und das zur Übersetzung, also für diejenigen, die diese englischen Begriffe nicht so gut kennen. Man könnte auch sagen, vielleicht ein Entrepreneur oder letztendlich ein Unternehmer, der, das weiß ich jetzt gar nicht bei Ihnen genau, vielleicht werden Sie es uns auch noch kurz berichten, aus einer Position, wo auch immer oder wie auch immer, Lust auf das Abenteuer Unternehmertum hatte und sich eine Firma gekauft hat. Und darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen, lieber Herr Maas. Was ist da so passiert und wo können vielleicht auch heute unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von profitieren, die ihre Erfahrungen hören? Und wir haben zu Gast meinen Kollegen Axel Bergmann vom Kernstandort Hannover, denn der durfte Sie in diesem aufregenden Prozess begleiten. Und so, genug der Vorworte, lieber Herr Maas. Sozusagen, wer sind Sie und was haben Sie eigentlich gekauft? Genau, ja, vielen Dank. Mein Name ist Steffen Maas, ich bin 40 Jahre alt und ich habe im vergangenen Jahr ein Unternehmen in der Maschinenbaubranche, die Feinwerktechnik-Büster, gekauft. Das Unternehmen war eine altersbedingte Nachfolge und ja, ich habe schon eigentlich sehr, sehr lange immer wieder den Wunsch gehabt nach einem eigenen Unternehmen. Bin in den bisherigen Positionen, wo ich war, immer sehr nah an der Geschäftsführung dran gewesen. Das heißt, sowohl im Sondermaschinenbau als auch im Dienstleistungssektor für Gabelstapler-Service oder zuletzt in einem produzierenden Unternehmen für die Automatisierung der Fertigung war ich zuständig. Aber dort, ja, hat es mich immer gereizt, das Unternehmen nach vorne zu bringen, eigene Entscheidungen zu treffen und ja, ich wollte halt was schaffen, was erreichen und bin dort immer sehr aktiv gewesen und deswegen hat es mich gereizt, das Ganze auch mal auf eigene Faust zu tun. Jetzt zwischendurch war ich vorab schon nebenberuflich mal selbstständig, habe dort ein Serviceunternehmen gehabt, was in Deutschland und Österreich tätig war. Da ich aber auch Familie habe, ist Service immer so eine Sache oder sehr zeitaufwendig und schwer skalierbar. Darum ist es immer beim Nebenberuflichen geblieben. Und ja, jetzt habe ich mit einem Maschinenbauunternehmen den Schritt, den großen Schritt in die Selbstständigkeit erreichen können. Genau, und heute sitze ich hier. Wunderbar. Ich frage nochmal weiter nach. Wie hat dieser Prozess angefangen? Also wie sind Sie, Sie sagen, Mensch, der war schon lange in mir und ich habe sogar schon sowas nebenberuflich gemacht. Und wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie gleich am Anfang gesagt, ach, jetzt rufe ich mal den Axel Bergmann an, weil den habe ich irgendwo kennengelernt oder so. Wie ist überhaupt jemand wie Sie, der diese Lust in sich trägt, ein Unternehmer zu werden, ein Unternehmen zu kaufen? Wie sind Sie konkret so in den ganz allerersten Schritten vorgegangen? Also, ich habe angefangen, mich im Internet zu erkundigen und einfach mal zu stöbern. Dort gibt es ja mehrere, ich sag mal, so Unternehmensbörsen, unter anderem Nextchange, wo ich einfach geguckt habe, was gibt es überhaupt auf dem Markt, wie werden solche Unternehmen dargestellt. Ich hatte eine einigermaßen klare Vorstellung von dem, was ich wollte. Das heißt, ich habe immer ein metallverarbeitendes Unternehmen in der Nähe meines Wohnorts, sprich eigentlich in Paderborner Umgebung gesucht, circa 10 bis 20 Mitarbeiter, das heißt handelbar und ja, letztlich auch als, ich will mal sagen, Neueinsteiger dann mit einer Größenordnung, die ich mir zugetraut habe. Und ich habe lange nur geguckt und nicht gehandelt und dann tatsächlich im Sommer 2022 bin ich über eine anonyme Annonce gestolpert, die dann letztlich zu diesem Unternehmen gehörte. Ich habe mich parallel sehr, sehr viel Podcasts, unter anderem auch über Ihren Podcast, Herr Körber, über das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmenskauf informiert, habe dort mich viel mit beiden Seiten beschäftigt. Das heißt, auch die Käuferseite habe ich in verschiedensten Podcasts
einfach mal verfolgt und bin da durchgetaucht, um eigentlich zu erfahren, was mich dann denn da überhaupt erwartet. Und da ich ja jetzt nicht als lange geplanter Nachfolger in das Unternehmen gekommen bin, sondern wirklich als fremder Dritter, ohne Background in dem Sinne, dass das meine vierte Firma ist, die ich kaufe, sondern es ist meine erste, es ist ja eine Existenzgründung in dem Sinne auch als Nachfolger. Und da muss man natürlich auch gucken, was für Möglichkeiten gibt es, sowas überhaupt zu stemmen, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Und was für Voraussetzungen muss ich mitbringen? Diese ganzen Punkte habe ich versucht, mir über Podcasts und auch YouTube-Kanäle halt alles, was dieses Thema zu bieten hat, habe ich mir angeguckt und habe mich damit beschäftigt. Und so habe ich mich irgendwann sicher gefühlt und gedacht, okay, ich weiß jetzt eine Menge. Jetzt, dieses Unternehmen sagt mir erstmal zu von den Rahmenbedingungen her. Man erfährt ja im Exposé erstmal nicht sehr viel. Trotzdem habe ich dieses Unternehmen angeschrieben. Dann bin ich an den Unternehmensberater der Verkäuferseite. An den wurde ich erstmal weitergeleitet. Es gab ein erstes Telefonat, wo er mir 2, 3 mehr Informationen gab, zum Beispiel, dass das Unternehmen hier in Bäuchen sitzt, was mir dann sehr zugesagt hat, weil es halt von der Entfernung her passte. Dann haben wir einen Termin vor Ort gemacht. Das heißt, ich bin zu dem Unternehmen gefahren. Das Unternehmen war schon im Feierabend. Ich habe dort nur die Verkäuferseite und den Unternehmensberater kennengelernt. Wir haben kurz gesprochen. Ich habe mir das Unternehmen einmal ansehen können, das Gebäude ansehen können, aber alles. Ich sag mal, das war der erste Eindruck, der erste Blick. Und daraufhin, es waren natürlich viele Eindrücke. Grundsätzlich hat es mir zugesagt, aber wir sind auseinandergegangen mit der Aufgabe, ich überlege mir, ob ich das wirklich will, ob dieses, was ich heute kennengelernt habe, mir zusagt. Und die Verkäuferseite hat natürlich auch gesagt, wir wollen, dass das Unternehmen in gute Hände kommt. Wir behalten uns das Recht vor, auch ein Veto einzulegen und gegebenenfalls zu sagen, schön, Sie kennenzulernen, aber wir gehen den Weg mit jemand anderem. So, und an dieser Stelle war eigentlich der Punkt, wo man sagen muss, ist mir das jetzt ernst oder ziehe ich mein Interesse zurück? Denn letztlich, das war mir klar und auch meiner Familie, meiner Frau, wenn wir diesen Schritt gehen, dann ist jetzt der Punkt, wo man sagt, okay, dann nur mit professioneller Begleitung an der Seite. Das heißt, von dem Zeitpunkt an kostet es auch Geld. Man muss dann bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, um den weiteren Weg zu gehen und gegebenenfalls zu sagen, dass man irgendwann später an den Punkt kommt, es war es vielleicht doch nicht. Also darüber musste man sich in dem Punkt oder zu dem Zeitpunkt klar sein. Ich habe mich, deswegen sitze ich heute hier, für dieses Unternehmen beziehungsweise für den weiteren Weg entschieden. Die Verkäuferseite glücklicherweise auch. Jetzt brauchte ich nur noch jemanden, der mich da begleiten kann. Und so bin ich dann an Herrn Bergmann geraten, beziehungsweise es war eigentlich schon ein Zufall. Durch die Podcasts mit Ihnen, Herr Körber, hat mir Kernunternehmensnachfolge sehr, sehr zugesagt. Und ich habe einfach den Hörer in die Hand genommen und die Zentrale angerufen, beziehungsweise ich bin bei einem Kollegen in Stuttgart gelandet, habe dem kurz beschrieben, an welcher Stelle ich gerade stehe und dass ich jetzt Unterstützung brauche. Und der hat dann gesagt, okay, Sie wohnen mir in Paderborn, da ist der Kollege Axel Bergmann zuständig, der wird Sie anrufen. Und das hat keine 24 Stunden gedauert. Da rief Herr Bergmann an und wir konnten uns den ersten Austausch vornehmen. Ich konnte nochmal in Ruhe beschreiben, was ich vorhabe. Herr Bergmann konnte sich einen ersten Eindruck schaffen. Und ja, wir sind dann ziemlich schnell übereingekommen, dass wir uns gegenseitig oder Empathie füreinander haben, dass wir diesen Weg zusammen gehen. Weil ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen Weg mit jemandem geht, dem man vertraut und dem man sich öffnen kann und wo man weiß, okay, dem traue ich das zu, dass er mich diesen Weg führt. Weil letztlich kennt eigentlich niemand in meiner Situation jetzt diesen Weg. Und auch wenn ich jetzt 112 Podcasts gehört habe und 3 Millionen Videos geguckt habe, kam ich sehr schnell und eigentlich in jedem Meeting an den Punkt, oh, das wusste ich jetzt noch nicht. So, und auch mit Herrn Bergmann, der hat mich dann im Vorfeld auf diese Punkte vorbereitet und wir haben uns abgestimmt.
mit welcher Strategie man jetzt in das nächste Meeting geht, um an die gewünschten Informationen zu kommen, um herauszufinden, wo stecken vielleicht auch noch Potenziale oder auch sogar Gefahren in dem Unternehmen, die erstmal nicht so klar ersichtlich sind. Dann ist das Thema Finanzierung natürlich auch ein riesiger Punkt, wo ich mich jetzt auch nicht so wenig auskenne, weil das ist halt nicht mein Stammgebiet, ja. So. Und so hat sich das Ganze mit kleinen Puzzleteilchen zusammengeformt. Und ich glaube, Herr Bergmann und ich haben uns ganz gut die Bälle zugespielt, beziehungsweise Herr Bergmann hat eigentlich ziemlich schnell das Ruder so übernommen, dass wir zusammen aufgetreten sind. Ich aber immer nur, soweit ich wollte, als Zuschauer dort dabei war. Ich konnte mir die Sachen anhören, ich konnte mir Notizen machen und wenn ich Fragen hatte, dann konnte ich immer dazwischen gehen und fragen. Oder wenn es ja irgendwo Antworten meinerseits notwendig war, dann war ich natürlich dabei und konnte antworten. Aber ansonsten war es wirklich eine sehr, sehr angenehme Reise und Situation durch die ganzen Meetings. Einfach als Beifahrer dabei zu sein, mit jemandem, wo ich wusste, der weiß, was er tut, der weiß, was der nächste Schritt ist. Wir haben uns im Vorfeld abgestimmt, was wir jetzt tun und was wir erreichen wollen. Und parallel konnte ich immer ein Veto einlegen oder hatte immer die Chance, trotzdem noch einzugreifen und mit Herrn Bergmann zu besprechen, welche Richtung wir gehen sollten, um am Ende erfolgreich zu sein. Und das hat ganz gut geklappt. Wunderbar. Wir gucken da bestimmt gleich nochmal in Details rein. Und Axel, bevor du vielleicht freundlicherweise gleich mal so einen ersten Überblick gibst, was du vorgefunden hast, auch in dieser konkreten Situation, als du mit Herrn Maas zusammengekommen bist, wäre mir nochmal eben wichtig aus Ihrem Beitrag eben, sind mir zwei Dinge aufgefallen in der Reflexion. Das eine ist, Sie haben gesagt, ja, ich habe so richtig so wie so eine Art Reifeprozess nochmal am Anfang durchlaufen. Ich habe viel geguckt, ich habe mich viel informiert, aber so diese innere Entscheidungskraft und dieser Punkt, der hat wirklich auch so einen Reifeprozess benötigt, dahin zu kommen, zu sagen, so, und das scheint jetzt die Firma vielleicht zu sein, die passen könnte. Und Punkt zwei, was ich auch interessant fand und auch sehr wichtig finde, Sie haben Ihre Lebenspartnerin dann an diesem entscheidenden Punkt auch nochmal um ein Commitment gebeten und gesagt, du, wenn wir jetzt weitergehen, dann wird es richtig ernst, weil dann kostet es Geld und im Zweifelsfalle auch irgendwann unterschreiben wir. Und das ist natürlich ein Punkt aus unserer Sichtweise, der in der Tat eine hohe Bedeutung hat, dass, wenn man in einer Lebenspartnerschaft ist, nicht allein diesen Weg geht, sondern weiß, da gibt es einen Rückhalt und im Zweifelsfalle wird dann sogar auch nochmal vielleicht geschoben oder zumindest auch ein Stück weit mitgehalten, wenn es nicht so gut läuft. Axel, wie war die Situation, die du vorgefunden hast, als ihr auf das Unternehmen geblickt habt gemeinsam und euch abgestimmt habt? Bevor ich dazu komme, Nils, ganz kurzer Rückblick nochmal. Der liebe Herr Maas, der dann eines Tages auf mich zukam, nach dem Motto, ich habe da mal eine Frage, war eigentlich in einer wirklich günstigen Konstellation, dass er doch in einem überschaubaren Zeitraum ein Unternehmen gefunden hat, das die Passung gab. Wir haben ja oft Fälle, da dauert das bis zu 2 Jahren, bis dann das passende Unternehmen gefunden ist. Das ging hier sehr viel schneller. Teil 1. Wenn wir auf die Verkäuferseite gucken, dann haben wir den Klassiker einer Altersnachfolge. Die Eheleute Hüster haben ihr Unternehmen 40 Jahre wirklich erfolgreich geführt und hatten, ganz wesentlicher Punkt, 2 gescheiterte Nachfolgeversuche bereits hinter sich. Und entsprechend vorsichtig guckte man zunächst mal auf Herrn Maas im Sinne von, will der tatsächlich, kann der das? Und was uns sicherlich zu Pass kam, dass auch die Verkäufer durch einen Berater vertreten waren, sodass wir, ich möchte das sagen, eine gewisse Professionalität an der Stelle schon hatten. Wenn ich das von meiner Warte aus beurteile, dann spreche ich ja gerne davon, dass von 10 MBI-Kandidaten, die bei uns vorstellig werden, 2 dabei sind, die können und wollen. Und dazu gehörte definitiv Herr Maas, fachliche Kompetenz, persönlich überzeugend. Also er brachte eigentlich all das mit, wo wir sagen, das ist das Unternehmergehen, was wir gerne sehen. Und das Entscheidende war, Herr Maas hat gesagt und hat das schon beschrieben, dass wir uns die Bälle so ein bisschen zugeschmissen haben. Das hat gut funktioniert. Und der entscheidende Punkt ist, Herr Maas hat immer geliefert. Wir haben nie eine Situation gehabt, wo irgendein Loch entstanden ist, sondern wir haben tatsächlich das, was wir miteinander besprochen haben, hat er umgesetzt, haben wir gemeinschaftlich umgesetzt.
Und jetzt auf deine eigentliche Frage, was haben wir angetroffen? Wir haben ein Unternehmen angetroffen, das gut lief, das seine Themen hatte durch die Corona-Zeit, dort gelitten hatte. Wir hatten Abhängigkeiten oder sagen wir haben einen Kunden, der in besonderem Ausmaß zum Umsatz mit beiträgt. Also es gab verschiedene, durchaus auch Gefahrenstellen, wo wir genauer hingeguckt haben. Und Herr Maas hat es eigentlich beschrieben. Wir haben gemeinschaftlich drauf geguckt. Ich habe versucht, den Weg so ein bisschen dann eben auch vorzuzeichnen, den wir gemeinsam beschritten haben. Und mir ist ja mal daran gelegen, dass das Verhältnis auch zwischen den Vertragsparteien unbelastet ist. Ich glaube, das ist auch in diesem Fall gut gelungen. Das heißt, immer wenn es hakelig wurde, dann bin ich gerne mal vorweg, habe, ich darf das so sagen, freche Forderungen gestellt. Und am Ende des Tages hat das insgesamt gut funktioniert. Schön. Das hört sich jetzt eigentlich nach so einem ganz entspannten Spaziergang an. Also dann laufen wir mal los und dann ist das Ziel auch zügig erreicht, aber verschnaufen mussten wir nicht, die Weggabelung irgendwo wieder in eine andere Richtung einschlagen, auch nicht. Gab es irgendwo, Herr Maas, eine Stelle, wo Sie vielleicht nur im stillen Kämmerlein, aber vielleicht auch bilateral mit Herrn Bergmann gesprochen haben, oh, das ist jetzt vielleicht doch für mich eine Grenze oder ein Schmerzpunkt, da könnte ich auch sagen, nein. Ja, es gab Situationen, die nicht sauber durchgelaufen sind. Und das war teilweise ein Punkt in der Finanzierung. Mir war es wichtig, dass ich in irgendeiner Weise eine Sicherheit der Verkäuferseite habe, weil ich wollte auf keinen Fall, dass wir jetzt einen Konstrukt schaffen und uns irgendwie einig werden, ich das Unternehmen übernehme und der vorherige Inhaber geht in seinen wohlverdienten Ruhestand und mit ihm quasi seine ganzen Kontakte und die Kunden, die Aufträge, also dass quasi ich eigentlich gar keine Chance habe, einfach nahtlos weiterzumachen und dann meinen eigenen Weg zu finden. Beziehungsweise andersrum, mir war es wichtig, dass die Verkäuferseite oder der vorherige Unternehmer in irgendeiner Weise mit eingebunden wird, um eine Übergangsphase zu schaffen, die ihn quasi zwingt, Wert darauf zu legen, dass das funktioniert und dass die ersten Jahre gut werden. Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Konstrukt am Ende gefunden. Aber da hatte ich schon die ein oder andere schlaflose Nacht. Wenn das nicht passiert und ich wirklich ab Übergabezeitpunkt zu 100% unabhängig von ihm bin und auf mich allein gestellt bin, ob das gut ausgeht. Darum war das für mich ein wichtiger Punkt, den ich gerne da gelöst haben wollte, ohne, ich sag mal, in den Entscheidungen abspecken zu müssen. Das heißt, ich wollte schon die alleinige Geschäftsführerposition haben oder Inhaberposition, aber trotzdem einen Weg finden, wie man das macht, dass irgendwas daran liegt, dass es weitergeht. Das würde ich gerne, wenn das für dich okay ist, Nils, gerne kurz beschreiben, wie wir das umgesetzt haben. Wir haben letztlich darüber diskutiert, dass wir entweder eine Performance-Komponente mit aufnehmen, dass wir sagen, es gibt hinten raus nochmal Geld. Nach den Erfahrungen, die Hüsters gemacht haben, war das nicht durchsetzbar. Und dann haben wir gesagt und letzten Endes dann auch mit den Veräußerern vereinbart, dass es ein Verkäuferdarlehen gibt. Das war der eine Anteil. Das zweite Momentum, um sie auch finanziell an Bord zu halten, war, dass wir hier eine KG haben mit erheblichen Guthaben auf den Gesellschafterkonten. Und wir haben gesagt, auch dieses Geld wird nur in einem Maß und einer Art und Weise zurückgezahlt, sodass es liquiditätsverträglich für das Unternehmen ist. Das Verkäuferdarlehen hat letzten Endes auch die Brücke geschlagen dann zur Bank. Da werden wir sicherlich gleich nochmal da drauf kommen, um eine Finanzierung darzustellen, die letzten Endes auch sehr zugeschnitten war auf Herrn Maas. Wir konnten eine Vollfinanzierung in einer Zeit durchholen, steigender Zinsen. Auch das war keine Selbstverständlichkeit, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber letzten Endes die Einbindung der Gesellschafter hat stattgefunden über diese Guthaben und über ein Verkäuferdarlehen, das die Veräußerer zur Verfügung gestellt haben. Sehr schön. Ich fasse auch da nochmal wieder zwei Punkte zusammen, weil ganz am Anfang, und ich glaube, das ist wirklich elementar, ist das Thema für Käufer und Verkäufer in der Tat das Tempo im Prozess. Wie schnell liefere ich bei Fragen?
egal auf welcher Seite. Und wenn das ins Stocken gerät, und das erfahren wir ja manchmal im Alltag unserer Beratung, dann kommt sofort so ein Hauch von Unsicherheit damit rein. Ich will jetzt gar nicht das Wort Misstrauen benutzen, aber schon, was passiert da jetzt? Warum kommen da keine Daten, Zahlen, Fakten oder was auch immer gerade gewünscht wird? Das ist Punkt 1. Und das zweite, Herr Maas, Sie haben es eben sehr schön beschrieben, in der Tat so, ich brauche noch so irgendwie eine gefühlte Sicherheit. Und die will ich, die kann ich nicht nur fühlen, weil der andere hat schöne blaue Augen und erzählt mir sonst was, sondern wie kann ich das absichern, dass gerade auch bei so kleineren Unternehmensstrukturen, wie sie jetzt eben auch für sich erworben haben, diese Sicherheit de facto dann auch tatsächlich mir das gute Gefühl einer späteren Unterschrift gibt. Und da habt ihr ja interessante Dinge dann herausgearbeitet, wie du es eben geschildert hast, Axel. Kommen wir mal auf das Thema Bank, weil die Zeiten sind nicht gerade vielleicht leichter geworden. Banken unterliegen auch einer massiven, strengen Regulatorik und wir haben das Thema noch Zinssteigerungen. Was gab es da vielleicht aus Ihrer Sicht, Herr Maas, für Aufgaben zu lösen und wie wurden sie dann gelöst? Ja, also Bank war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aufgrund der vorherigen Scheiterungen der Verkaufsanläufe war der Verkäuferseite schon sehr wichtig, sehr früh zu klären, spielt die Bank mit oder sagt die Bank von vornherein nein, dann können wir uns wieder die Zeit sparen. So, das heißt, mal rein zeitlich das Ganze zu betrachten, mein erster Besuch war Anfang April 2022. Mit Herrn Bergmann sind wir dann irgendwo Mitte, Ende April ins Gespräch gekommen. Und Anfang September, ich glaube irgendwo 8., 9., 10. September, hatten wir bereits das erste Gespräch bei der Bank. So, da waren natürlich die Verhandlungen noch gar nicht weit fortgeschritten, aber wir konnten mit der Bank, in diesem Fall muss ich sagen, das war die Hausbank des Unternehmens, das heißt, die kannte die Gegebenheiten des Unternehmens sehr gut. Und wir haben mal so einen ersten Schritt gemacht und angetastet, wie man an so einen Verkauf rangehen kann, was es für Möglichkeiten gibt und ob die Bank in diesem Fall Möglichkeiten sieht, wie man jemanden wie mich als Quereinsteiger sozusagen da mit ins Konstrukt bekommt, dass sowas nicht unrealistisch ist, beziehungsweise wie man sowas realisierbar auf die Beine stellen bekommt. Und das erste Gespräch war positiv, sodass wir erstmal quasi die grünen Lampen bekommen haben, um weiter in die Gespräche zu gehen. Interessant. Taktisch natürlich klug, in der Tat dann gleich mit der Hausbank zu sprechen. Axel, wie hast du dort das Interesse oder die Offenheit erlebt? Das war für mich eine außergewöhnliche Situation, offen gesprochen. Wir sind getroffen auf einen sehr erfahrenen Banker. Und ich betone das deshalb, weil das nach meinen Erfahrungen großes Asset ist, wenn wir mit, ich darf das sagen, gestandenen Bankern zu tun haben, die auch wissen, wie ihre eigenen Strukturen funktionieren. Und auch dort konnten wir uns auf das, was gesprochen war, vollends verlassen. So, und dann ging das, ich darf sagen, übliche Ping-Pong los im Sinne von, wir brauchen von Ihnen dies und jenes. Herr Maas und ich haben einen Geschäftsplan gemacht und letzten Endes die Bedürfnisse der Bank, all das, was sie gerne hat, dort in dem Geschäftsplan berücksichtigt. Da war das Projekt beschrieben. Wir versuchen das ja immer so auszugestalten, dass es im Grunde genommen wie so ein Kreditantrag ist, wo aber von vornherein drinsteht, wir wollen so und so viel haben, wir stellen uns in der Finanzierung so und so vor. Und diesen Weg haben wir in großem Vertrauen beschritten. Und das hat in der Zusammenarbeit, die dann eben auch sehr vertrauensvoll mit der Bank war, wirklich gut funktioniert. Und Nils, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf deinen Punkt vorhin, weil du sagtest, hey, ihr braucht ja auch Informationen im Rahmen der Due Diligence und wir haben die geliefert. Das, was für mich beobachtbar war, ist, dass Hüsters, also die Verkäufer auf der Wegstrecke, zunehmend Vertrauen geschöpft haben, weil alle Signale, die von außen kamen, positiv waren. Und wir kommen wieder an den Anfang dessen, was ich sagte, Herr Maas hat stets geliefert. Und insofern haben wir diese wundervolle, mein Reden ist ja immer, dass ich sage, unsere Währung ist Vertrauen in einer solchen Transaktion. Das war dann da und hat wesentlich mit dazu beigetragen, dass Hüsters nach diesen zwei negativen Erfahrungen tatsächlich sich nochmal geöffnet haben
und ich sage jetzt uns, entsprechend mit Unterlagen versorgt haben, bis hin dazu, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch mit dem Kunden, der Hauptumsatzträger ist und nennenswert beiträgt, Gespräche möglich waren. Also all diese Dinge, das war keine Selbstverständlichkeit in der Art und Weise, wie es gelaufen ist, war für mich großes Kino, hat viel Freude bereitet. Schön. Gucken wir mal, also ich habe so den Eindruck, so die richtig dicken Steine lagen da nicht im Weg, sondern es waren eher so handliche Steine, die man dann auch gut beiseite räumen konnte. Und dann hat die Übernahme stattgefunden. Da würde mich nochmal interessieren, Herr Maas, wie haben diese Mitarbeiter denn auf Sie reagiert? Plötzlich steht dann, ist ja ein gewichtiger Moment, wo dann eine alte 40 Jahre, glaube ich, hast du vorhin erwähnt, Axel, war dieses Ehepaar hier unternehmerisch erfolgreich tätig. Also extrem enge Verbindung auch zwischen den Menschen. Und dann kommen Sie und sagen, ja, ich bin jetzt hier, der Neue. Und wie sind da die ersten Wochen und Monate gelaufen? Wie haben die Menschen reagiert? Also, die Mitarbeiter waren hier schon sehr, sehr früh informiert, dass das Unternehmen zu verkaufen ist, aufgrund der vorherigen Sachen. Und das heißt, die haben eigentlich darauf gewartet, auf eine Antwort der Hüsters, was passiert denn jetzt? Habt ihr jemanden, schließt ihr irgendwann ab, weil ihr keinen findet? Was passiert jetzt? Sind unsere Arbeitsplätze sicher? Das war für die alles eine sehr lange, ungewisse Phase. Und meine Vorstellung, beziehungsweise ich wurde bekannt gegeben dort auf der Weihnachtsfeier, also kurz vor Weihnachten. Dort war ich noch nicht dabei, aber am 2.1. war mein erster Arbeitstag. Dann bin ich mit ins Unternehmen gekommen, habe mich dann selber nochmal vorstellen können und habe dann natürlich die Mitarbeiter auch zum ersten Mal gesehen. Kannte sie sonst vorher nur vom Papier, aber ich muss sagen, für ein 40 Jahre altes Unternehmen gab es hier, oder habe ich eine sehr, sehr junge Belegschaft vorgefunden. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ein Durchschnittsalter von 39 Jahren. Das ist sicherlich nicht üblich und schon besonders. Und hat mir natürlich den Einstieg auch nochmal leichter gemacht, weil so war man schon auf Augenhöhe, respektvoll voreinander und konnte aber miteinander sprechen. So, und zudem habe ich natürlich so auch eine Mannschaft vorgefunden, mit der ich langfristig planen kann. Ja, es waren oder sind junge, motivierte Mitarbeiter, die auch Lust haben, was zu machen, die froh waren, dass jetzt jemand da ist, der will und der das Geschäft weiterführt. Ja. Genau, somit hatte ich dann sehr angenehmen Einstieg. Oh, das klingt sehr entspannt. Sicherlich im Detail ist das manchmal natürlich vielleicht ruckeliger oder auch aufregender. Aber für mich jetzt, der das als fremder Dritter erstmal hört, muss ich sagen, Chapeau, alles gut gelaufen. Und gibt es, um vielleicht da auch so langsam zum Schluss unseres Austausches zu kommen, Herr Maas, gibt es von Ihrer Seite aus etwas, nach diesen ganzen Erfahrungen, die Sie selbst erlebt haben, etwas, wo Sie sagen würden, und das würde ich gerne heute als Botschaft loswerden für all die Frauen und Männer da draußen, die vielleicht auch diese Lust auf das Abenteuerunternehmertum verspüren. Ja, also da kann ich wirklich nur empfehlen, man sollte sich mit dem Thema intensiv befassen, erst für sich alleine und dann mit jemandem an der Seite, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat. In diesem Fall wie Herr Bergmann. Das ist einfach wahnsinnig wertvoll, wenn man jemanden an der Seite hat, der weiß, was kommt und der die Sachen auf dem Schirm haben, die dann noch so zwischendurch mal als Querschläger kommen, womit ich nicht gerechnet habe. Das ist ein wahnsinnig wertvoller Punkt. Dann, ich sag mal, am Anfang oder die meiste Zeit haben Herr Bergmann und ich das als Duo quasi durchlaufen, diesen Unternehmenskauf und die Verhandlungen. Aber natürlich braucht man auch zwischendurch, gerade im Rahmen der Due Diligence, ein Team. Das heißt, wir brauchen einen Rechtsanwalt, der da Prüfungen vornimmt und wir brauchen auch einen Steuerberater, der Prüfungen vornimmt. Und auch hier war Herr Bergmann wahnsinnig wertvoll mit seinem Netzwerk. Einem Steuerberater konnte ich dienen. Dort hatte ich jemanden an der Hand, der mich da unterstützt. Aber mit einem Rechtsanwalt, der in den Themen Unternehmensanalyse, Due Diligence fit ist, hatte ich jetzt keinen spontan da oder kann ich keinen Kontakt zu, wo Herr Bergmann eine Empfehlung ausgesprochen hat, zu dem ich dann Kontakt aufgenommen habe. Und so ist das relativ einfach durchgelaufen, weil auch die Seite dann genau wusste, was sie tut, wie sie mich zu informieren hat, beziehungsweise welche Sachen man dann im Unternehmen auch wirklich unter die Lupe nimmt und wo man darauf hinweist.
Sehr gut. Also an der Stelle sage ich auch mit einem aufrichtigen Schmunzeln, dass es hier keine Werbesendung ist oder abgestimmt ist, weil ich habe auch vorher natürlich mit Freude gehört, dass unsere Telefonreaktionszeiten wirklich gut geklappt haben. Das mag manchmal auch im Alltag nicht natürlich so funktionieren, aber herzlichen Dank für die Rückmeldung. In der Tat, das freut uns natürlich, wenn wir das aus Ihrem Munde hören. Und Axel, vielleicht noch Schlusswort von deiner Seite aus. Gibt es da noch ein Learning, wo du sagst, Mensch, das vielleicht an diejenigen, die eben Lust haben, eine Firma zu kaufen, gebe ich gerne nochmal das mit. Klar, das, was mich am meisten beeindruckt hat, A, haben wir das relativ zeitnah durchbekommen und das für mich, das Learning ist, auch in schwierigen Zeiten, steigende Zinsen, die Banken sind alle so ein bisschen eng, gelingt so etwas, wenn das Geschäftsmodell trägt, wenn der MBI-Kandidat überzeugt und eine vernünftige Transaktionsstruktur gewählt wird, dann geht das auch in schwierigen Zeiten. Und du hast das jetzt mehrfach erwähnt, es schien mühelos, ganz so war es nicht. Aber am Ende des Tages haben wir uns die Bälle eben gut zugespielt. Das, was wir hier im Kleinen gemacht haben, heißt in der großen M&A-Welt Stapled Finance. Nichts anderes haben wir hier gehabt. Die Bank des Verkäufers hat die Finanzierung für den Herrn Maas dargestellt. Das war nicht zu erwarten und ich habe die Erfolgsfaktoren schon beschrieben. Also die kurze Botschaft, wenn man auf diese drei Komponenten, Geschäftsmodell, MBI-Kandidat und Transaktionsstruktur achtet und das aufeinander abstimmt, dann geht eine Menge. Und dann müssen wir auch nicht heute bange sein, dass wir Finanzierungen nicht durchkriegen. Es funktioniert. Schönes Schlusswort, lieber Herr Maas. Ganz herzlichen Dank für Ihren virtuellen Besuch bei uns. Und wir hoffen ja immer mit all unseren Aktivitäten, dass wir irgendwie den Menschen da draußen, die sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigen, damit auch eine Art praktische Unterstützung vielleicht geben können. Ich glaube, Sie haben das heute sehr mit Ihren offenen Worten, mit Ihrer Schilderung getan. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Ihnen natürlich auch sonst nochmal die Einladung, wenn Sie unseren Podcast, unseren YouTube-Kanal abonniert haben oder noch nicht abonniert haben, dann bitte jetzt tun, auch gerne liken. Das ist für uns natürlich im Zeitalter des digitalen Wettbewerbs von hoher Bedeutung. Und seien Sie gespannt auf die nächste Folge. Alles Gute und nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen.